Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Mysterien der Vergangenheit Podcast. Und hi Flo, schön, dass du wieder da bist. Hallo, danke, schön dich zu sehen. Ja, Dito, Flo, wir haben heute eine echt mega spannende Ausgabe. Also eigentlich sind ja alle Ausgaben spannend, aber die finde ich besonders spannend, weil sie eine Community-Ausgabe ist. Das heißt, wir hatten ja vor einiger Zeit mal diesen Aufruf an Themen, was sich die Community gerne wünscht, worüber wir uns unterhalten und wo wir uns mal so ein bisschen reinwursteln in die ganze Geschichte. Ich glaube, wir hatten das auch mal preisgegeben, bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall war der erste Platz Rom. Genau. Sehr gut. Erstmal herzlichen Glückwunsch an alle die sich Rom gewünscht haben. Genau. Dodekaeder haben wir schon bearbeitet, war auch ein Thema. Stimmt, genau. Und jetzt muss ich ganz fairerweise sagen, wirklich, liebe Community, einen großen Applaus mal für den Flo. Der Flo hat sich ganz, ganz viel Mühe gemacht und hat sich jetzt dem Thema Rom gewidmet. Ich möchte gleich vorweg sagen, Flo, du hast es schon eben gerade erzählt, das ist echt massiv. Wir müssen da zwei Teile draus machen. Ja, genau. Erstens, wir haben das ja schon mal ganz kurz in einem Live angeschnitten Genau. und haben da ein paar Themen herausgepickt, die einfach, wie soll ich sagen, so ein bisschen mysteriös sind. Wie immer, wir behaupten da jetzt nichts oder sagen, dass es genauso war. Es sind einfach ein paar Punkte, wo man drüber nachdenken kann, ob die wirklich so waren. Und es ist einfach so ein kompaktes Thema und so viel, dass wir das jetzt wirklich auf zwei Teile machen, damit wir mal Grundkonstrukt haben und uns dann eben vorarbeiten an die einzelnen, ja, Kapitelthemen, je Ja, nachdem. okay. Das wäre heute, wäre dann das erste Thema Mythologie. Das heißt, da wird man jetzt erstmal so ein bisschen die Grundbasis schaffen, wie ist denn eigentlich Rom entstanden und so weiter und so fort. Und dann beim zweiten Podcast, wir werden da auch versuchen, den dann in der gleichen Woche zu veröffentlichen wie den ersten Teil, dass ein erster Teil und zweiter Teil schön zusammen sind in einer Woche. Aber okay, gut. Ja, dann lass uns loslegen. Flo. Gern. Als erster könnten wir mal, wie schon gesagt, die Gründungsgeschichte durchgehen. Jeder von euch kennt zumindest, ich glaube, die Geschichte von Romulus und Remus. Du auch, Ralf, bestimmt, den man so in den Geschichtsunterricht lernt. Ja. Und da sind schon ein paar so kleine, wie soll ich sagen, so ein paar kleine Fakten, den man beachten muss und dann vielleicht auch in Zusammenhang bringen kann, wo man dann schon merkt, okay, das sind viele Gemeinsamkeiten mit anderen Geschichten, zum Beispiel auch in der Bibel. Okay. Und so eben die Geschichte von Romulus und Remus. Jeder kennt den Spruch 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Ob das jetzt wirklich genau an dem Datum so gewesen ist, kann man heute nicht mehr sagen. Das kann variieren, ein paar Jahrzehnte hin oder her. Die Geschichte ist nämlich folgendes, dass es eine gewisse Rea Silvia gegeben hat und deren Vater war König und ist von seinem Bruder gestürzt worden vom Thron. Okay. Die Rea Silvia ist dann später von Mars zwangsbeglückt worden, kann man sagen, und daraus sind die Zwillinge Romulus und Remus entstanden. Okay. Also man merkt, dass wir da im mythologischen Bereich sind. Es kommen auch die Götter ins Spiel. Und die Rea Silvia hat dann die zwei Zwillinge, heute, wo der Paladin ist, also beim Tiber, haben sie die zwei Zwillinge in einen Weidenkorb gelegt und den Fluss hinuntertreiben lassen. Und jetzt, Ralf, die Geschichte kennen wir ja schon woher, mit einem Weidenkorb und einem Fluss, findet man in der Bibel. Ja, Mose ist ganz Genau. klassisch, ne, wo dann der dann auf dem der dann auf dem Pharaonenhof dann auch seine Ausbildung genossen hat und dann letztendlich ja auch den Exodus initiiert hat und dort eben ja sein Volk quasi
befreit hat. Und das war das, Genau. diese Parallele ist echt mega spannend. Also Genau, dieser. und da merkt man einfach, dass in dieser Mythologie anscheinend ganz viele Faktoren eingeflossen sind von Jahrhunderten, Jahrzehnten, auch von anderen Völkern. Denn zum Beispiel die Geschichte mit der Wölfin, die eben Romulus und Remus dann findet und wie sagt man da, ernährt, Großzieht. genau, ernährt in ihrer Höhle, findet man dann auch eigentlich auch vorher schon bei den Latinern, die schon vorher da rund um den Baladin gesiedelt sind, 1000 vor Christus. Die haben auch den Wolf als, ja, wie soll man sagen, als mythologisches Tier oder als, ja, ich weiß jetzt den Begriff nicht, wie man das am besten ausdrückt. Irgendwie als Aber Schutzgott oder als ja, so als Wappentier so, Wappentier, ja. ja, kann man Wappentier, sagen, ja. genau. Also da sieht man schon Gemeinsamkeiten. Dann haben Hirten oder ein Hirte in der Höhle eben Romulus und Remus gefunden und hat sie mitgenommen. Die sind dann dort aufgewachsen, ganz normal wie Kinder eben. Damit wir da ein bisschen weiter vorspielen, Romulus und Remus haben dann, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen am Anfang, den einen Bruder, der gestürzt wurde, dazu geholfen, dass er wieder an den Thron kommt. Also, dass er den Thron zurückholt von seinem Bruder. Daraufhin hat er als Dank Romulus und Remus versprochen, dass sie eben dort bei dem Gebiet beim Baladin, also die sieben Hügel Roms, dort eben ihre Stadt gründen dürfen, als Dank, weil sie ihm geholfen haben. Dann ist es so weit gegangen, dass eben, du kennst vielleicht die Geschichte ein bisschen, da ist ein Adler dann um das Gebiet herumgeflogen. Rumgeflogen, ja, genau. Genau. Und dort, wo er gekreist ist, haben sie eben die Stadt gebaut. Sie Krass. haben, ja, sie haben dann die Stadtmauern gezogen und Remus hat sich dann über die Stadtmauer lustig gemacht und ist quasi über die Stadtmauer drüber gehüpft, so als Zeichen, dass die zu klein ist. Und es ist damals eigentlich schon als schlechtes Omen gesehen worden, Oh. beziehungsweise heute würde man als No-Go bezeichnen. Und daraufhin hat Romulus dann den Remus erschlagen. Und dieser Brüdermord, den kennen wir ja auch wieder aus der Bibel, kommt ja Und häufig vor. Abel. Genau. Genau, und daraufhin ist dann Remus eben natürlich verstorben und Romulus ist eben der Namensgeber Rom. Und so ist eigentlich die Gründung Roms passiert bei der einen Geschichte. Ja, ich weiß, für viele, das ist jetzt ein bisschen eine lange, langwierige Geschichte, aber da muss man ein bisschen durch, damit man dann im zweiten Teil ein bisschen Zusammenhänge versteht, weil sonst sind wir einfach, schwimmen wir da in der Luft herum. Ich finde es auch einfach mega spannend, weil alleine jetzt schon diese relativ kleine, ist ja jetzt keine sehr ausführliche Gründungsgeschichte oder mythologische Geschichte, gibt es ja wesentlich andere. Finde ich schon mal unfassbar spannend, dass da halt direkt erstmal Anspielungen aus der Bibel wieder sind. Wer da eigentlich von wem so ein bisschen immer geklaut hat, ne? Also das ist ja auch dann direkt wieder in Ägypten, ne? Findest du die gleiche Geschichte, was da stattgefunden hat, eben mit Mose. Das soll dann ähnlich dann irgendwie auch da im Tiber stattgefunden haben. Dann hast du irgendwie noch mit Kain und Abel, wo sich die Brüder an die Wäsche gehen. Also das ist schon echt irgendwie, tja. Das ist schon echt irgendwie mega spannend, dass da schon wieder so viele Parallelen zu ziehen sind, ne, und zu finden Ja, da sind. merkt man einfach, dass über die Jahrhunderte so viele Einflüsse auf die Geschichten, nicht nur jetzt in Rom, sondern generell, Entschuldigung, generell in vielen Imperien so viel Kulturgut einfach zusammenkommt, dass sie das einfach wie ein riesiger Schmelztiegel so verschmilzt die ganzen Geschichten. Und die zweite Mythologie-Geschichte, die für mich etwas interessanter ist, ist die Aeneis. Kennst du bestimmt auch, wahrscheinlich überblicksmäßig. Hat 29 vor Christus Virgil, der römische Schriftsteller, begonnen zu schreiben.
Auf diesen Epos berufen sich dann eben auch die Julier und die claudischen Familien auf ihren Herrschaftsanspruch. Weil eben, und da ist schon die erste komische Geschichte, sich die Römer quasi für die griechischen Vorfahren berufen. So ist, ja, da merkt man schon die Zusammenhänge zwischen Griechenland und Rom. Ja. Darum geht es eben, dass Troja quasi besiegt wurde und die Stadt eingenommen wurde und Aeneas beauftragt worden ist, mit den restlichen Menschen eine neue Heimat zu finden. Der hat dann die Überlebenden zusammengesammelt und ist eben, hat sich auf den Weg gemacht und auch wieder spielen Götter auch wieder eine wichtige Rolle. Und seine Mutter ist, glaube ich, Venus und der Juno hat ihre Finger im Spiel. Auf jeden Fall war eine Geschichte, dass die Vorfahren der Trojaner auf Kreta ansässig waren. Okay. Daraufhin haben sie sich auf den Weg nach Kreta gemacht, haben dort auch eine Siedlung gegründet. Dann hat es, glaube ich, Plagen gegeben. Dann hat man das schnell wieder aufgegeben und ist dann nach Afrika. Okay. Dort sind sie auf die frisch gegründete Stadt Karthago gestoßen, die ja Überlebende von Tyre gegründet haben. Tyre ist da im heutigen Libanon. Ich kann jetzt nicht alles erzählen, weil die Geschichte ist auch wieder so Ewig. riesenlang. Genau, die ist jetzt nur die wichtigsten Daten. Von Karthago ist es dann nach Sizilien gegangen. Okay. Da hat er dann seinen Vater beerdigt und ich glaube auch auf Sizilien sind sie bei der Zyklopenhöhle gelandet. Wollten dann weiter nach Italien, sind dann wegen einem Sturm wieder zurück nach Karthago befördert worden und ist dann letztendlich von Karthago dann wirklich nach Latium, also dort, wo Rom dann gegründet worden ist, angekommen und wurde dort dann quasi vermählt mit der Tochter des Königs, der dort schon gelebt hat, also von den Latinern. Okay. Genau. Das war dann eine blöde Geschichte, weil diese Frau war schon mit einem Rutuli vermählt. Also Rutuli ist das Volk. Okay. Der war dann natürlich nicht amused über das Ganze und hat sozusagen Aeneas den Krieg erklärt, wenn man das so sagen kann. Die haben dann Hilfe bekommen aus dem Gebiet von der Toskana. Auch wieder mit dem Prinzen vor dem Fürsten, also der Sohn von dem König, hat Aeneas versprochen, dass ihn bei dem Kampf unterstützt. Venus hat dann Aeneas also die Waffen zur Verfügung gestellt, aus dem Vulkan geschmiedet, daraus eben auch ein Schild. Und auf diesem Schild hat man schon den Verlauf Roms gesehen. Also da war quasi schon die Geschichte Roms drauf Eingraviert, okay. eingraviert, genau. What? Das auch Verbindung mit Karthago, weil Juno war, glaube ich, die Gottheit, die nicht ganz zufrieden war damit, dass Aeneas nach Karthago ging, weil sie eben schon gewusst hat, dass sein Volk, also Rom, dann Karthago zerstören wird, seine Nachfahren. Das Okay. sind auch eben so die Götter involviert. Aeneas hat dann in dieser Schlacht diesen König der Rutuli besiegt und wollte ihn eigentlich am Leben lassen und hat dann aber gesehen, dass dieser König quasi den Gürtel von Balas, das war eben der Sohn, dessen Unterstützung sie hatten von der Toskana, wo ich schon erzählt habe. Und Ja. daraufhin war es so, wie soll man sagen, so grantig, dass er den dann doch erschlagen hat. Und hat, ja, und dann ist eigentlich die ganze Geschichte vorbei mit den Rutuli. Und man hat sich dann eben dort beim Baladin niedergelassen. Das waren jetzt die zwei Mythologiegeschichten.
ist spannend, wenn man bedenkt, dass eben die Römer und Griechen so viele Gemeinsamkeiten haben. Absolut. Jetzt aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, dass das in einer gewissen Weise Sinn macht, weil die Griechen haben das genauso gemacht. Die Griechen haben Kolonien gegründet, überall, eben auch in Süditalien, Graecia Magna. Und da ist es natürlich vom Vorteil gewesen, wenn man die dortige Bevölkerung quasi ihre Mythologie, dass man das so einbindet. Und dass die eben dann auch die Gründungsgeschichte und das übernehmen, dass man da einfach eine homogene Bevölkerung hat. Bevölkerung, ja. Genau, und deswegen geht man davon auch aus, dass die Römer das genau auch deswegen erfunden haben mit Aeneas, damit man, wie du weißt, sie haben ja dann die griechischen Gebiete erobert, damit man dann auch dort eine Gemeinsamkeit hat und damit sie das besser vertragt. Das ist der wissenschaftliche. Die wissenschaftliche Erklärung und eben, wie schon gesagt, die Julia und Claudia haben sich dann eben auf diesen Aeneas berufen, dass sie eben Herrschaftsansprüche haben. Also wäre ja auch zum Beispiel dann Julius Caesar mit einer gewesen, der sich da drauf. Genau, 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 genau. Ja, wo sind die Fakten? Die Fakten sind, dass man am Paladin archäologische Grabungen gemacht hat und wirklich schon Überreste gefunden hat von die Latiner und Sabiner, also 1000 vor Christus. Also man sieht, dass man sich das jetzt nicht vorstellen darf, dass dort jemand hingekommen ist und die haben sich da komplett was Neues aufgebaut. Also da muss es vorher schon Siedlungen gegeben haben, eben dann auch die Etrusker. Waren dort heimisch, das ist belegt. Ja, jetzt kommen wir eh schon ein bisschen, schummeln wir uns ein bisschen in den zweiten Teil rein. Es ist ja bekannt, dass zumindest die letzten drei römischen Kaiser, also Könige, ne Ja. Kaiserkönige, weiß man, die waren wirklich Etrusker. Der letzte Superbus. War der letzte etruskische König. Auch die Cloaca Maxima, wer schon mal in Rom war, weiß man auch, dass die etruskischen Stil gebaut worden ist. Deswegen kann man, glaube ich, sagen, dass Rom jetzt nicht komplett neu gegründet worden ist, sondern dass da wirklich schon vorher Siedlungen waren. Ja. Ja, das kann man so wissenschaftlich feststellen. Und Was weiß man denn, was die Römer da als erstes draufgebaut haben? sie War haben, ja, es ist ein sumpfiges Gebiet dort gewesen und das hat man trockenlegen müssen. Deswegen sagt man eben auch, dass die Etrusker da ihr Spiel, also Hand im Spiel hatten, weil die eigentlich damals nur, sagt man, technologisch fähig gewesen sind, dass man so ein großes Projekt angeht, ist dann eben das Forum gegründet worden. Okay. Aber das ist ja auch krass, oder? Also jetzt nochmal, ich will jetzt nicht groß eingehen in den zweiten Teil, das machen wir dann da. Aber jetzt einfach nur mal so, wenn du jetzt sagst doch, dass das Sumpfgebiet war und dass da ja schon irgendwie auch davor die Kultur schon irgendwie da auch eine Siedlung hatte. Ich meine, die mussten ja auch irgendwie mit klarkommen. Und dann auf einmal, wie aus dem Nichts geschossen, kommen da die Römer in Anführungszeichen an und batsch, bumm, die können das trockenlegen, zack, die können auf einmal, die haben eine komplett fertige Baukunst, keine Ahnung, komplett fertiges Ingenieurwesen, alle Baupläne sind schon auf Pergament, keine Ahnung, weiß ich nicht, zack, die kommen hin und bumm, bauen da schon mal das erste Ding. Ja, genau, es ist ja der Fakt, dass etruskische Könige waren, ist ja auch schon komisch, weil für mich würde das dann bedeuten, dass eventuell dieses Gebiet etruskisch besiedelt war, natürlich dann eben etruskischer König, und dann entschließen sie sich irgendwann, dass sie es jetzt Römer nennen. Ist auch schräg, ja. Also ich glaube, Etrusker sind ab 700 vor Christus, glaube ich. Geht das so mit denen Ja, los? so 800 vor Christus. 800, ja. Ja, also das ist schon irgendwie,
Ja, also ihr merkt schon, dass eben so das Thema mit den Römern, das Flo hat, das fand ich jetzt eigentlich ziemlich cool gemacht, indem er eben jetzt mal so diese wissenschaftliche Mythologie oder mythologische Gründung Roms mal aufgezeigt hat und dann eben, naja, dass man sagt, okay, da trojanische Flüchtlinge, die eben da diesen Kampf überlebt haben, dürfte, glaube ich, jeder, gab es einen super spannenden Film, glaube ich, Anfang der 2000er, Troja, sollte jeder mal sehen, war ein unheimlich junger Brad Pitt, der Achilles spielt. Und da gibt es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, Flo, bitte korrigiere mich, aber ich glaube, da gibt es auch Überlebende, ne, in dem Film, Ja, oder? es gibt die Schlussszene, wo Wo sie durch den Tunnel da, glaube ich, abmachen. genau da gibt er ihm eben das Schwert Trojas in die Hand und sagt, Genau. dass er mit den Überlebenden eine neue Heimat suchen soll. Und Genau. genau, und dann passt es eh, das ist halt die Geschichte dann auf das angelehnt. Das ist Ja, echt. man sieht, dass das so, ich glaube einfach jetzt, dass das so eine Vermischung von so vielen Geschichten ist, Mythologie, so viel Einfluss von außen, so verschiedene Völker, dass sie das einfach so verwoben hat, dass das schwer ist, glaube ich, dass man das noch wirklich auseinanderkennt. Woher kommen die Römer? Wer waren die Römer? War das einfach ein Zusammenspiel mehrerer Kulturen, verschiedene Völker, die von irgendwo geflüchtet sind, dort eine neue Heimat gefunden haben, sich mit der dortigen Bevölkerung vermischt haben? Warum sie sich dann letztendlich Römer genannt haben, weiß ich nicht. Es ist einfach, man weiß, dass diese Gebiete schon besiedelt waren. Vor allem griechisch im Süden, im Norden waren keltische Stämme schon sässig. Von den Etrusken weiß man ja bis heute auch nicht, wo die herkommen sind, also wo das Ursprungsgebiet ist. Also man sieht, es gibt da sehr viele Rätsel über die Herkunft, die vielleicht nie ganz aufgeklärt werden können. Das gleiche auch mit den Seevölkern, die in Ägypten eingefallen sind. Da sagt man ja auch, könnten bitte keltische Stämme gewesen sein. Ja, das sind einfach Dinge, die wissenschaftlich sehr schwer zu belegen sind, weil, wie wir jetzt eh gesehen haben, es ist viel Mythologie, Göttergeschichten. Was jetzt da der wahre Kern an der ganzen Geschichte ist, weiß man nicht. Ich kann mir das schon vorstellen. Eher noch die Geschichte mit Aeneas, dass die wirklich dort geflüchtet sind und dort eine neue Heimat gefunden haben. Das ist für mich eine sehr schlüssige, wenn man jetzt die Göttersachen weglässt, ist das für mich sehr schlüssig. Aber wie gesagt, es ist einfach sehr viel Spielraum für Spekulationen. Ja. Was ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen möchte, weil wir so jetzt gerade da so ein bisschen bei diesem Thema Troja sind, Odysseus, ganz bekanntes Epos Genau, Ilias. von Homer, ist ja auch ein Flüchtling oder Überlebender quasi dieses trojanischen Krieges. Und da habe ich ja auch mal eine Spur verfolgt. Man sagt quasi, dass Odysseus ja auch eine Stadt in den heutigen deutschen Gebieten errichtet hätte, und da gibt es tatsächlich Hinweise dafür. Das Ganze nennt sich Astiburgium, hieß dieser Hafen oder diese Hafenstadt. Und da hat man tatsächlich, da gibt es, glaube ich, von Cornelius Tacitus, glaube ich, berichtet darüber, dass man dort sogar, als die Römer dort ankamen und das Lager aufgebaut haben, dass sie dort eben ja Weihesteine gefunden hätten, eben mit griechischen Inschriften, wo eben der Name von Odysseus Vater, jetzt weiß ich, Laertes, ich bin jetzt Ich nicht mehr ganz sicher. weiß es leider nicht mehr so Ja, richtig. und ist auch egal, auf jeden Fall haben sie angeblich diese Weihesteine gefunden, diese griechischen, und da habe ich ja mal die Fährte aufgenommen, die hat mich bis in die Archive von Rom geführt, und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, da ist dann die Spur, ja, beendet worden, sagen wir es mal so. Ich glaub's da, ich glaub's da. Also da spätestens war dann Schluss. Ich hatte Kontakt tatsächlich mit dem römischen Staatsarchiv, und da ist dann aber auch die Spur abgebrochen worden. Also ab da war dann auch Feierabend für dieses Thema. Ja, man sagt ja auch, es ist zwar nie richtig bewiesen worden, aber man munkelt ja auch, dass es einige griechische
Kolonien auch in Europa gegeben hat. Und zwar nicht jetzt nur in Süditalien, sondern wie du schon gesagt hast, auch in Mitteleuropa. Spannend ist noch, auf das wir dann im zweiten Teil nochmal genauer drauf eingehen. Wer die Gründungsgeschichte von Trier kennt, ist ja auch spannend, weil da gibt es ja auch einen Schriftzug, wo steht, vor Rom stand Trier, ich glaube 1000 noch irgendwas Jahre davor, und soll ja angeblich einen assyrischen, ich glaube ein assyrischer Prinz hat, Ja, glaube genau. ich, Trier, soll Trier gegründet haben. Also da merkt man auch schon, Glaube dass sogar ein man. recht bekannter, also ich glaube, sein Papa war, glaube ich, sogar recht bekannt, aber ich werde es nicht spoilern, aber ich glaube, meiner, der war auch ziemlich bekannt. Also sehr, sehr, sehr spannende Geschichten, auf die wir dann im zweiten Teil näher eingehen. Genau, also Leute, deswegen der erste Teil, bitte guckt den jetzt auch für all diejenigen, die jetzt irgendwie, naja, es ist wirklich eine Verständnisfrage jetzt gerade den zu gucken. Flo hat sich da echt viel, viel Mühe jetzt die letzten 2, 3 Wochen gegeben, um das so gebündelt wie möglich zu handeln, weil einfach man braucht das jetzt, weil im zweiten Thema gehen wir dann halt eben richtig ins Eingemachte. Und dann ist es halt eben wichtig, diese einzelnen Fäden noch im Kopf zu haben, weil dann ja eben auch diese spannenden Fragen dazu auch kommen und wo auch tatsächlich der Flo und ich auch sagen müssen, ja, das sind Fragen, die man eigentlich, glaube ich, so sich auch noch nie in der Fachwelt mal gestellt hat. Ja, Ja, genau. Ich weiß, es tut mir leid, ich weiß, es ist wie in der Schule, trockene Angelegenheit, das Thema. Es ist auch für mich schwer zu erzählen, eben auch, dass man die wichtigsten Eckdaten hat und nicht so weit ausholt, dass es zu lang ist. Ich verstehe, also die Menschen, die es interessiert, sind 50 Minuten auch zu wenig, ist mir auch klar. Aber es gibt auch Menschen, die nicht so daran interessiert sein und dann sollen die trotzdem irgendwas davon haben. genau. Eben genau wie du noch gesagt hast, mein Ziel war eben jetzt mit dem ersten Teil, dass wir jetzt einmal wissen, okay, es gibt Geschichten, wo man sagt, es könnte sein, dass eben Rom von Menschen gegründet worden ist, die eben griechische Wurzeln haben, dass man dann auch später vielleicht so die Zusammenhänge machen kann, okay. Es sind schon sehr viele Gemeinsamkeiten, die Römer und Griechen haben, die Götter, der Baustil. Und vielleicht kann man dann zum Schluss kommen, dass das nicht nur einfach der eine hat den anderen kopiert, sondern vielleicht teilen sie die wirklich gemeinsame Vorfahren. Und dann kann man das einfach viel besser verknüpfen. Ja. Mega. Zum Schluss vielleicht noch was ganz Subjektives, Flo. Du hast es zwar vorhin schon kurz angedeutet, aber jetzt völlig aus dem Stegreif raus, welcher Mythos würde für dich oder ist für dich am plausibelsten? Am plausibelsten. Ja, für mich am plausibelsten ist der zweite Teil mit Aeneas, dass die wirklich geflohen sind und dort eine neue Heimat gesucht haben, weil das wirklich zwei Kinder von einer Wölfin großgezogen worden sind, ohne dass die gefressen worden sind. Und dass die eben auch so viele Gemeinsamkeiten in der Geschichte eben mit der Bibel hat, glaube ich eher, dass bei Romulus und Remus sehr viel von später dazu gekommen ist. Also eher. Wo die Römer vielleicht schon gar nicht mehr so genau wussten, wie was irgendwie gelaufen ist. Und die ist dann so ein bisschen, also ist jetzt nochmal, aber ja. Ja, weil Virgil hat ja das ja, wie du schon erzählt hast, von der Odyssee und Ilias, weil Aeneas kommt ja bei Ilias schon vor. Genau, ja. Also, das ist ja von da übernommen worden. Ich bin mir jetzt leider nicht sicher, das müsst ihr nochmal nachschauen, kann ich am zweiten Teil nochmal nachbringen, wie die Geschichte von Romulus und Remus war, ob es da irgendeine Vorgeschichte schon gibt und die Römer das irgendwo übernommen haben. Das weiß ich jetzt leider nicht auswendig, aber bringe dann sonst noch. Genau. Ich denke auch, die trojanischen Vorfahren klingt jetzt für mich erstmal so ein bisschen stichhaltiger, einfach weil es da auch schon literarische Quellen gibt und auch so ein bisschen mehr handfest ist. Also ich meine, jeder kennt ja dieses weltberühmte Bild, diese Statue, diese Bronzestatue, wo die Wölfin quasi da liegt und die zwei Söhne da sich an ihr nähern. Also naja,
Wie dem auch sei, ich denke auch eher, dass da trojanische Flüchtlinge vielleicht irgendwie was mit zu tun haben könnten. Aber das klären wir dann im zweiten Teil. Wir wünschen euch jetzt, glaube ich, erstmal eine gute Zeit bis dahin. Der Flo stürzt sich in die nächsten Recherchen. Ich werde mich da auch noch mal ein bisschen mit einwursteln jetzt. Genau. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, da ist der Flo einfach, ja, da ist er einfach perfekt drin. Das ist, was Rom angeht. Ja, perfekt würde ich nicht sagen, weil man vertauscht da manchmal Dinge. Passiert mir genauso, wenn man so viel Sachen im Kopf hat mit Rom und den anderen Völkern, vertut man sich wieder mal mit einer Jahreszahl oder schummelt irgendwann König dazu, der da nicht war. Also Fehler passieren. Wenn ich Ja, das ist irgendwann, klar. wenn ich irgendwann Fehler gemacht habe, bitte einfach bei den Kommentaren dazu schreiben. Da bin ich gern offen für das und sage danke. Und Ja, wir hören uns. wir hören uns, wir sehen uns. Flo, es hat mir wieder mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch jede Menge Spaß mit dem ersten Teil. Und ja, kommentiert gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr vielleicht auch noch Themen habt, die jetzt vielleicht im zweiten Teil irgendwie Platz finden könnten, dann werden wir uns das auch angucken. Und ansonsten euch eine gute Zeit, gutes Wetter und bleibt gesund, passt auf euch auf. Flo, ich denke, wir sagen Adieu und bis zu Folge 2. Baba. Bye bye, ciao, ciao.